So, das war jetzt das hier, ne? Haben wir denn jetzt hier irgendwas gefunden? Nein, aber wir haben einen Schürhaken. Was können wir denn mit dem Schürhaken bitte machen? Und ein Drehkreuz. Keine Ahnung. Können wir hier noch irgendwas machen? Hier lernen, ich muss es mir näher ansehen. Ach so, warte mal. Ja, kannst du da mit reinhauen. Oder? Oh. Ups. Ah, wir haben noch ein Teilchen, ein Artefakt. Und das ist unser vorletztes, Leute. Das heißt echt, wir kommen dem Ende näher. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Oh je, Leute, ich nehme schon sehr lange auf. Das freut mich. Neunte Offenbarung, Ende. Diese Geschichte wurde schließlich vergessen. Das magische Gefäß mit dem Totem wurde irgendwann an einen ausländischen Sammler verkauft. Und der Tempel, wo der König gefangen war, wurde zu einer Touristenattraktion. Hunderte von Touristen gingen in den Tempel und bestaunten das uralte Tot. Wunderbar, wir haben ein neues... hier Ding. Artefakt. Messerchen, was ist das? Teil vom Auge, sehr gut. Ein Teil vom Auge und dann mit dem Messer... Also mit der Machete können wir das Dickicht durchschneiden. Guck mal. Sehr gut, dann können wir da weiter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, direkt mal ein Screenshot schießen. Warte mal, mit F9 oder F10? Mit F10. Ach du Scheiße. John, reiß dich zusammen. Lass das. Du bist hier unter meiner Herrschaft. Ich komme nicht an das Relief heran. Oh Gott, einfach da gegen den Kopf. Diese Horde Zombies wird in Kürze angreifen. Ich komme nicht an die Tasche heran. Die Zombies stehen im Weg. Können wir gehen? Tschüss. Hä? Ups. Wir haben noch ein Drehkreuz. Kann ich mit dem Drehkreuz am Auto irgendwas machen? Nein, kann ich nicht. Haben wir hier... Ah, guck mal, hier ist noch ein... Okay, sehr gut. Wir kommen also echt dem Ende näher. Was mich echt freut, weil ich so noch nie in meinem Leben ein Wimmelbild zu Ende gespielt habe. Und es freut mich wirklich echt ganz doll. Eine Seite von einem Buch. Achso, okay, gut. Ich dachte echt, ich dachte eigentlich an so ein Gitarren, an eine Gitarrenseite, aber okay. Finden wir hier drinnen Spargel? Finden wir doch tatsächlich grün Spargel. Pistole, Dominostein. Pistole ist nicht hier drin. Puzzle auch nicht. Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe haben wir hier. Ich möchte diese Runde vollenden. Ja, du hast ja auch sonst keine Probleme, ne? Meine Fresse. Da stand gerade Hauptsache noch so, ja, die Zombies werden gleich angreifen. Ja, aber ich will erstmal die Tic-Tac-Toe-Runde zu Ende bringen. Meine Fresse. Ja, das meiste haben wir vorhin schon gesehen. Deswegen fällt das hier auch an der Stelle nicht mehr so schwer. Aber manches ist dann doch schon schwer. Das Puzzle. Ich befürchte, dass... Nee, das wird überhaupt nichts bringen. Nee, finde ich auch. Ja, ja, auf einmal geht's, ne? Wenn ich es genau reinmache, dann geht's nicht, aber okay, danke schön. Ich weiß, was ich von dir halten soll, Spiel. Aber ich glaube mittlerweile, dass es auch schon extra gemacht ist von den Spieleprogrammierern. Denn ich denke nicht, dass ein Spieleprogrammierer so blöd sein kann. Und das, ich weiß nicht, falsch macht. Hier ist die Pistole. Und noch ein Dampfschiff. Ich denke, das machen die mittlerweile extra, um einfach... Das, ja, nicht den Spielewert anzuheben, sondern um... Nein, das wollte ich gar nicht. Sondern um Aufsehen zu erregen. Kann man das so sagen? Oh, nee. Das erinnert mich an Kunst. Vierte Klasse oder so. Ach, nee. Ach, nee, warte mal, das war sechste Klasse. Stelle die Originalstatue wieder her. Okay, dann orientieren wir uns mal... Oh, Gott. Na, wenigstens können wir das direkt so machen. Das freut einen doch schon mal. Also der Mund kommt ja wahrscheinlich hier hin. Das ist noch ein Mund. Hier ist noch ein Mund. Haben wir noch irgendwo einen Mund? Hier haben wir noch einen Mund.
Auge kommt wahrscheinlich hier. Hallo? Achso, okay, gut, dann mal. Gut, da sind schon sogar ein paar festgemacht. Das finde ich super. Hier kommt eins hin und hier kommt. Oh nein. Hier kommt eins hin. Hier kommt eins hin. Die hat aber massige Augenbrauen. Gut, das sieht nicht so gesund aus. So, ist ja relativ einfach. Das freut mich ja. Die hat aber gute Falten hier, ne? Das gehört zusammen, aber wo kommt es genau hin? Das ist die andere Frage. Der Mund kommt wahrscheinlich weiter runter, sonst wird es mit der Nase nicht ganz hinhauen. Genau. Jetzt können wir es nämlich auch nicht mehr bewegen. Die Nase kommt hier hin, nehme ich mal an. Genau. Hier ist noch ein Teil der Nase. Und das sieht ein bisschen nach Stirn aus oder nach dem hier. Leider keins von beidem, aber okay. So. Hier müsste noch irgendwo ein Teil von der Nase sein. Ah, hier ist es. Sehr gut. Das stimmt auch schon. Was können wir denn hier noch hinpacken? Irgendwas Faltiges. Nicht, dass ich die junge Dame beleidigen möchte. Aber, ja. Sehr gut. Und dann noch was auf der anderen Seite. Und zwar wahrscheinlich das hier. Sehr gut. Ja, klappt doch. Läuft doch. Läuft doch rund. Das war das Nasenteil. Nee, das wahrscheinlich nicht. Ja, okay, das gehört zusammen. So, irgendwas muss ja jetzt stimmen. Sehr gut. Etwas ist vom Gesicht der Figur gefallen. Was? Etwas ist vom Gesicht der Figur gefallen. Was ist denn gefallen? Willst du mich verarschen? Wo ist was gefallen? Deine Mutter ist gefallen. Ach so, vielleicht nur einmal drauf. Ach so, eine Träne. Oh, Leute, ich bin so dämlich. Ja, ganz ehrlich, wenn da auch steht, da ist was runtergefallen, denke ich, da ist was runtergefallen. Aber okay. Wir gehen jetzt erstmal zum, wie auch immer der heißt. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Geht das auch schneller? Der Stab ist fertig. Er wird dir helfen, mit den Schergen des Dämonen fertig zu werden. Sehr gut. Damit können wir jetzt unsere Zomboys besiegen. Aber wir lesen vorher nochmal. Hier ist das, okay. Diese Geschichte wurde schließlich vergessen. Okay, das hatten wir auch schon. Ich habe John gesehen. Ruido hat ihn in ein schreckliches Monster verwandelt. Und scheinbar kann er Zombies kontrollieren. Ah, da ist der Baba hier. Der Baba der Zombies. John oder was auch immer von seinem Körper Besitz ergriffen hat, hat ihn befohlen, uns aufzufressen. Oh mein Gott. Das schreibe ich erstmal in mein Tagebuch, wenn er befohlen hat, uns aufzufressen. Wir haben es geschafft zu entkommen, aber ich muss einen Weg finden, diese Zombies loszuwerden. Wir haben den Schaman aus seiner Falle befreit. Er hat uns als Zeichen seiner Dankbarkeit seinen Stab gegeben. Zweideutigkeit. Er meinte, er würde uns helfen, mit den Zombies fertig zu werden. Ich kann nur hoffen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Am Ende geht dieses Let's Play noch 5 Jahre, weil er uns angelogen hat. Bam. Ach so, ich dachte gerade, das ist hängen geblieben. So, jetzt nehmen wir uns erstmal unsere Tasche. Dann nehmen wir erstmal. Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, das ist wahrscheinlich nur Uhrzeit. So, da haben wir doch hier gerade mal schon einen Teil gefunden. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Was haben wir hier für ein Zettelchen? Main Room Final Corpse Close-Up Note. Ich sterbe. Seit 20 Jahren habe ich verlassene Tempel und Gräber erforscht. Immer auf der Flucht vor Pygmäen und blutrünstigen Krokodilen. Ich überlebte ein Zugunglück in Indien und einen Autounfall in Afrika. Oh, ein Autounfall in Afrika. Boah. Aber jetzt bin ich hier und erliege einem Herzinfarkt, weil ich dieses dumme Totem nicht in meinen Händen halten konnte, als ich es fallen ließ. Als ich es fallen ließ, stieg schwarzer Rauch daraus hervor. Er begann zu wirbeln und konzentrierte sich über meinem Kopf und dann spürte ich den stechenden Schmerz in meiner Brust. Ich bin erledigt. Na gut. Haben wir noch was Neues hier jetzt? Der Schamane hat nicht gelogen, als er versprach, dass uns der Stab helfen würde, mit den Zombies fertig zu werden. Sie sind eingefroren, der Weg zum Tempel ist frei. Juhu! Let's Play zu Ende. Ihr merkt, ich kann es nicht erwarten, bis das fertig ist, weil ich mich auch freue, was Neues wieder zu starten.
Aber dazu dann später mehr. Von was für ein Totem spricht er? Ist es das Totem, in dem die gesamte Energie des Königs Onredus versiegelt wurde? Wahrscheinlich. Ich denke, ein anderes Totem gibt's nicht, ne?